Meine Frau, die Hildegard, war vor Jahren lieb und zart. Las mir jeden Wunsch sofort von den Augen. Heute ist sie nicht mehr nett, wirft mich sogar aus dem Bett. Da bleibt einem Mann wie mir nur noch Schnaps und Bier. Kinder, was ist das für ein Leben? Ich ärgere mich so gelb wie Nikotin. Kein Wunder, dass ich abends einen heben geh, auch wenn der Arzt sagt, das sei mein Ruin. Und wenn ich sterb, begrab mich in der Kneipe, bei Wodka, bei Bier und bei Wein. Denn sag doch selbst, was soll ich auf dem Friedhof? Da wär ich doch nur von früh bis spät allein. Und wenn ich sterb, begrab mich in der Kneipe, ja, hier bin ich wirklich zu Haus. Wenn ich es mag, dann kann ich hier auch schlafen, denn Gott sei Dank schmeißt mich hier auch keiner raus. Morgens 5 Uhr muss ich raus, früh mir selbst den Kaffee auf. Hildegard, mein gutes Stück, kümmert's nicht die Bohne. In der Zuckerdose liegt ein Zettel, brauche Wirtschaftsgeld. Ja, glaubt denn diese Frau von mir, ich sei Millionär. Abends geh ich erst einmal zum Stammtisch. Nach all dem Stress, da brauch ich meine Ruhe. Seltsam, meinen Freunden geht es ebenso. Und schuld daran sind Frauen so wie du. Und wenn ich sterb, begrab mich in der Kneipe, bei Wodka, bei Bier und bei Wein. Denn sag doch selbst, was soll ich auf dem Friedhof? Da wär ich doch nur von früh bis spät allein. Und wenn ich sterb, begrab mich in der Kneipe, ja, hier bin ich wirklich zu Haus. Wenn ich es mag, dann kann ich hier auch schlafen, denn Gott sei Dank schmeißt mich hier auch keiner raus. Und wenn ich sterb, begrab mich in der Kneipe, bei Wodka, bei Bier und bei Wein. Denn sag doch selbst, was soll ich auf dem Friedhof? Da wär ich doch nur von früh bis spät allein. Da wär ich doch nur von früh bis spät allein. Da wär ich doch nur von früh bis spät allein. Als ich in diese Straße zog, vor mehr als 30 Jahren, da gab es hier ein Ecklokal, in dem ich Stammgast war. Hier lud ich meine Sorgen ab und meine Freunde ein. Heute ist hier ein Computershop. Und ich geh dran vorbei. Das alte Ecklokal von anno dazumal gibt es heute nicht mehr. Und die Gemütlichkeit aus der anderen Zeit fehlt mir manchmal sehr. Dieses Ecklokal von anno dazumal war ein Stück Geborgenheit. Dieses Ecklokal von anno